Bewegung, vorwärtsstrebende Bewegung, ist seit den Uranfängen der Erde das Sinnbild jeglichen Lebens. Sie offenbart sich im Streben des Menschen nach Gemeinschaft und Fortschritt. Ihr verkörpert in der modernen Großstadt, deren pulsierender Verkehr vom Motor beherrscht wird. Durch Zeichen, Winkel, Lichter gelenkt, zentimeternah aufgerückt, sprungbereit, ungeduldig und doch voller Einsicht in die gebotene Ordnung. Man vertraut dabei einer Kraft, die dem Griff der Hand, dem Druck und der Beugung des Fußes unverzüglich gehorcht. Wer gab uns dies blinde Vertrauen? Ein Name? Eine Bürgschaft? Oder nur die Gewohnheit? Ist es ein blindes Vertrauen? Nein. Es ist in Wahrheit wohl begründet. Denn wir alle, die mit leichter Hand ein Lenkrad bewegen, verlassen uns nicht nur auf Materie und Technik, sondern vor allem auf Menschen. Namenlose Menschen. Jene nämlich, die dies alles zusammenfügten. Aus Dämmerung und Nacht wird ein neuer Morgen. Und hier sind sie, jene Unbekannten, die in aller Frühe zur Arbeit fahren. Wie gestern, wie morgen und übermorgen. Manche fahren eine Stunde und mehr. Sie wissen, dass sie richtig ankommen werden. Ein Zauberstab berührt das Werk und 20.000 Hände rühren sich.
Und dies soll das Ergebnis sein. Ein Automobil, jedem Gelände gewachsen.